Zauberbuch. Interessant. Was habe ich hier? Erstmal die Truhe. Nee. Heiler-Tätowierung. Genau. So, erstmal hier die Truhe. Öffne die. Was bekommen wir? Lebenselixier. Es gibt spezielle Tränke, die die Attribute verstärken. Nee, ich wollte jetzt nicht auf die Option gehen. Ich wollte auf die Gegenstände und dann auf die Tränke. Dieses Lebenselixier, ein seltener Kräutergesundheitstrank mit außerordentlichen Kräften zur Verbesserung der Gesundheit, werdet gesünder, als ihr es jemals wart. Aber die benutze ich nicht einfach so. Die werde ich erst dann benutzen, wenn, ach, das ist jetzt auch blöd zu erklären. Wenn man kämpft, bekommt man einen Kampfmultiplikator. Und umso höher der ist, umso stärker sind diese Tränke. Beim Lebenselixier war es, glaube ich, auch so. Da bin ich mir auch nicht mehr genau so sicher. Es gibt auf jeden Fall für Stärke, für Fertigkeit und für Willenskraft diese Tränke, wo ein umso höherer Kampfmultiplikator umso höhere Boni durch diese Tränke bringt. Der Titel passt zu euch. Maske. Ja. Was heißt, darum kümmere ich mich aber dann später, wenn mal unser Kampfmultiplikator in einem Kampf ganz hoch ist. Es gibt gewisse Punkte, wo man den ziemlich hoch treiben kann. Da gibt es, ja. Aber dazu auch wieder später was. Jetzt wollte ich Dingens hier raus. Erstmal. Und vielleicht auch mal wieder speichern zur Sicherheit. Viel später. Das lässt man und hier jetzt überschreiben, genau. Welt wird gespeichert. Hüte den Punkt, nicht erschrecken, bla bla. Und dann raus hier wieder. Jetzt auf einer Bowerstone. Unser nächstes Ziel. Das hier ist auch ein. Naja, keine Hüte-Tür. Das ist für die Hauptquest, glaube ich, noch relevant. Weiß ich nicht mehr genau. Sagt Fable, habe ich früher super gern gespielt. Ich fand die Spiele toll. Mir gefällt ja auch ne, die Grafik, Grafikstil, dieser leichte Comic-Look. Das Spiel ist von 2002, glaube ich. Ich bing's mal hier auf 2005. Was sag ich denn? Von 2002, klar. Von 2005. Von 2002, ich habe das gerade irgendwie. Ich meine, wenn 2002 Gothic 2 erschienen ist und so ein Spiel. Nee. ja, von 2005 ist klar. Ist klar, ist klar. Ist klar. Okay. Und jetzt erstmal hier rein. Rübauschlag, einer. Von 2002, oh Gott. Leute. Wie. Hey, ihr seid neu hier, stimmt's? Ja. Es gibt hier ein paar Regeln, die ihr kennen solltet. Okay. Bowerstone ist ein friedlicher Ort. Ich muss eure Waffen vorläufig konfiszieren. Hier gibt es Läden, Gasthöfe, jede Menge Leute, Spiele, alles Mögliche. Warum macht ihr nicht als erstes einen Abstecher in die Taverne? Es ist das Gebäude da vor euch, gleich die Straße hinauf. Oh, und haltet nach Lady Grey Ausschau. Behandelt sie mit Respekt. Sie ist unsere Bürgermeisterin. Okay. Seht euch einfach um und genießt euren Aufenthalt in Bowerstone. Werden wir. Wie man schon hört, der Soundtrack ist auch super schön. Die Läden öffnen gerade. Hallo, Schneider. Wie geht's? Ja, ich möchte mal kurz handeln. Ich möchte mal gucken, was du so hast. Nein, nicht. Oh Gott, ich drücke die ganze Zeit. Kleidung, danke. Obergewand, was haben wir denn? Obergewand, was haben wir? Wir haben Dörflerhemd. Was nicht besonders toll ist. Lederfecht und Schuhe und so weiter. Wir haben aber noch ziemlich wenig Geld. Hier gibt es noch Rüstungswerte. In Fable 2 gibt es keine Rüstungswerte mehr, was mich irgendwie voll. Die Wespe was mich traurig gemacht hat. Aber okay, aber hier oben ist noch ein Silberschlüssel. Den hole ich mir mal kurz. So. Wisst ihr, was ich vergessen habe? In der Heldengilde gibt es noch ganz viele Bücherregale. Die wollte ich eigentlich auch nochmal durchgehen. Mach ich dann vielleicht später mal. Okay. Maze! Yay! Hurra! Hey, Maze. Seid ihr mit einem Quest? Hat Spaß gemacht, all diese Aufmerksamkeit, was? Mhm.
Ich habe von deinem Zusammentreffen mit der Wespenkönigin gehört. Ganz Bowerstone spricht darüber. Aber man sollte sich das nicht zu Kopfe steigen lassen. Wie dem auch sei, deshalb habe ich dich nicht herbestellt. Dunkle Kräfte dreuen über uns, die dein Rieseninsekt verblassen lassen. Sag mir, was weißt du noch von der Nacht, als ich dich zur Gilde brachte? Von dem Überfall auf Oak Vale? Nicht viel, darauf wette ich. Was für eine Nacht. Ich dachte, die Räuber hätten deine gesamte Familie niedergemetzelt und dass du der Nächste sein würdest. Es scheint noch einen Überlebenden gegeben zu haben. Deine Schwester. Es ist nur ein Gerücht, fürchte ich. Genaueres weiß man noch nicht, aber ich dachte, du solltest es wissen. Und besorg dir um Himmels Willen anständige Ausrüstung, Junge. Dieses Standardzeug kannst du vergessen. Okay, Mates. Immer ein automatischer Speicher, ja klar. Okay. Sucht in der Gilde nach weiteren Quests. Maske. Maske, genau. Hey, Mr. Goat, Lehrer. Was? Oh, hallo. Vergebt mir. Mein Name ist Goat. Ich bin der Direktor dieser Schule hier. Der einzigste Lehrer. Allerdings macht die Schule derzeit nicht viel her, so wie Lady Grey ständig unsere Gelder streicht. Böse, böse Frau. Sie hat die halbe Bibliothek verkauft. Als ob Willen wichtiger wären als Unterricht für unsere Kinder. Aber egal. Wenn ihr uns geeignete Bücher stiften könnt, die ihr auf euren Reisen findet, tätet ihr uns einen großen Gefallen. Das können wir doch gerne machen. Maske. Aber vielleicht wollen wir erstmal die Bücher selbst lesen. Keine Ahnung. Was los? Hey. Schnell, folgt mir. Okay. Denn der Bruder von diesem Mädchen ist krank. Wir müssen ihr schnell folgen. Sie ist zwar ziemlich lahm, das heißt, ist sogar so schneller als sie. Bisschen schneller. Lasst mich ran. Ihr sucht nach Kampfausrüstung. Immer schön die Gesetze einhalten. Was er wohl. Niu. Los, schneller. Schneller. Elendsviertel von Bowerstone. Der Himmel sieht heute toll aus. Ja, aber dein Sohn. Wehe mir. Mein Sohn ist krank. Mein Sohn, mein armer kleiner Junge. Wir haben ein Picknick am Aussichtspunkt gemacht, wo er diese komischen Pilze fand. Die Hexe in Bowerstone Key sagt, wir sollten uns keine Sorgen machen. Sie benötigt jedoch noch weitere Pilze, um ihn zu heilen. Ich würde sie ja selbst suchen, aber ich muss für Aldi sorgen. Könnt ihr uns helfen? Aldi. Aldi. Bowerstone Key. Bowerstone Key. Hier entlang. Folgt mir. Ich bin doch schon da, Mädchen. Ja, kannst mal sehen, nicht? Okay. Wir wollen aber erstmal in die Taverne, denn dort gibt es auch noch einige Sachen, die wir so schön machen können. Zum Beispiel ein Söldner anwerben. Schwertkämpfer? Ja, nee. Wir können aber auch hier mit Whitley reden, diesem Spielmeister. Mit dem können wir ein bisschen zocken. So, erstmal wieder speichern. Lieber zu oft speichern als zu viel. Okay. Ja, nee, ist okay. Hier? Hey. Willkommen am Kartenpärchentisch. Hallo. Worauf hättet ihr Lust? Ich will wetten. Wie viel wollt ihr setzen? Erstmal anständige 20 Goldig. Ja. Okay, jetzt haben wir eine gewisse Zeit, wo wir Pärchen finden müssen. Was jetzt nicht unbedingt so leicht ist. Die Zeit fängt an zu laufen, wenn wir die erst anklicken. So, ich habe jetzt gar nichts gesehen, weil das hier so wunderschön dunkel war. Oh, cool. So, nein, das war hier. Nee, das ist die falsche. Fuck. Ihr seid wohl beschäftigt, was? Ja, nee. Okay. So ist was hat er vor? Hier. Nein, die 10 war woanders, oder was? Hier war die 10. Meine Fresse. Maske. Habe ich das jetzt richtig ausgesprochen? Nein. So. So. Was nein, wir haben verloren. So geht das nicht. Aber man kann dadurch super viel Geld verdienen. Ja, verstehst du? Okay, ich mache das jetzt nochmal und dann, wenn ich wieder verloren habe, dann lasse ich das. Man gewinnt halt, ne? Gut Geld kann man dabei gewinnen. Wenn man vor allem irgendwie 2000 Goldstücke hat, dann kann man mal 500 da einsetzen und wenn man gewinnt. Ist doch prima dann.
So, jetzt so, dann so. Nein, das war falsch, egal. Jetzt bin ich vollkommen durcheinander. Ich hatte doch... lol. Das war doch der hier. Oh, an Bier, denke ich. Zwei. Vier. Nein, das war zwei. Ach Gott. Nein, das war zwei. Nein, so knapp. Ja, nein. Nicht. Wie wär's mit okay, ich hab jetzt noch weiter. Verdammt, ich will endlich einmal wenigstens gewinnen. Ich muss es mir noch merken. Ich hoffe schon. Irgendwann schaffe ich es. 10 und Blass. 7 und Bube. 7 und Bube, habe ich gesagt. 10 und Ass. Das war die 3. Ist, oh, Glück gehabt. 4 Bube, König. König. Ass. Ass. 10 und Ass. 10 und Ass. Na komm. 4, 4. Ah, oh, geschafft. Gewonnen, 40. Yay. Yeah. Mit neuem Rekordergebnis gewonnen. Ja, mit neuem Rekordergebnis ergibt sich natürlich auch die Rekorde. Die nicht unbedingt viel bringen. Wie wär's mit noch einem Spiel? Ja, klar. Wie viel wollt ihr setzen? Spielsucht wie ein Bioshock damals. Damals. Vor einigen Wochen. So. Noch einmal und dann reicht das auch. 8 und 3. Bube und Dingens. So. 4 hatte ich gerade die 4. Jetzt bin ich wieder raus. 8 und 3 habe ich gesagt. So. Die 7 habe ich jetzt da, glücklicherweise. 5 hatte ich die irgendwo hier? Ich weiß es nicht. So, jetzt hatte ich die 10 hier. Dann hatte ich das hier hier. Dann hatte ich das hier hier. Und das hier hatte ich hier. So. Gewonnen. Yeah. So. Ihr habt gewonnen! Gut gemacht! Geht doch. Wie wär's mit wie viel ja, wollt ihr setzen? Ich weiß nicht, ich muss weiter. Wir setzen diesmal Grenze 30, oder? Komm. Wir haben nichts zu verlieren. Wir haben 500 Gold. Ah. In der Gilde wartet eine wichtige Questkarte auf. Ja, eine wichtige Questkarte. Ich zock gerade, ja? Ich. 5 und 6. Okay. 7 und 2. 5 und 6. Natürlich so. So. Was für ein Glück hier. Hatte ich hier nicht die 2? Hier? Gut. Dann hier. So. Dann die 7. Und dann der König. Und dann noch das. Gewonnen. Bestzeit. Puhu. Mit neuem Rekordergebnis gewonnen. Toll. Welch großartige Punktzahl. Ihr habt einen extra Preis gewonnen. Dornrosenpuppe. Cool, oder? Man bekommt auch Puppen. Huhu. Hatte ich das schon mal? Bei Spielen findet man dann immer solche Puppen, die kann man sammeln. Ich weiß nicht mehr genau, was die bringen. Wie wär's mit noch einem Spiel? Ich möchte ein Bier, bitte. Ja, okay, wie viel wollt ihr setzen? Wir haben das Geld. Ich verdiene uns jetzt mal ein bisschen hier. Hey, das ist Maske. Warum nicht? Diesmal wird es nicht funktionieren, da bin ich mir irgendwie sicher. 4 und 3. 5 und 5. Okay, 4 und 3. 7, 6. 4 und 3. Ich hätte gern einen herrlichen Humpen schäumendes Bier. Dann noch das Ass. Ja, 4 und 3 hatte ich hier oben. Dann hatte ich die 6 irgendwo hier, glaube ich. Kann das sein? Ja. Dann hatte ich das Ass hier. Die 9 da und das hier. Ah, fast die Rekordzeit wieder geknackt. Schade. Egal. Ihr habt gewonnen! Ja, gut cool, gemacht! Das wie wär's? Wie viel ja, wollt nee, ihr setzen? Nochmal. Nur noch einmal und dann ist gut. Diesmal setzen wir sogar 50 Gold. Warum nicht? Ich liebe es. Es macht so Spaß. Ich kann ich nicht wünsche euch einen schönen Tag, Sir. Okay, 7, 2, 7. Maske! Nein, du sollst das auch decken. Jetzt hatte ich die 5 hier. Die 5 hatte ich hier, verdammt. So. Die 6 hatte ich doch, glaube ich. Puh, dauert jetzt ich möchte ein Bier, bitte. So, 4 hatte ich, glaube ich, da oben wieder. Ach Gott, nee, jetzt diesmal schaffe ich das, glaube ich, nicht. Kann das sein? So, die 7 hatte ich, keine Ahnung. Die 8 hatte ich hier. Ach Gott, nee, diesmal schaffe ich es nicht. Gott, verdammt. Diesmal schaffe ich es nicht. Scheiße. Ganz macht nichts. Wie wär's mit, wie ja. Viel wollt ihr setzen? Verdammt, wieder alles verloren? Egal. Das ist doof. Ah, ich habe schon von euch gehört. Ich auch. Ich habe von mir auch gehört.
Schön, oder? Okay, nochmal. 5, 9. 10, 3. Keine Ahnung, was das ist. Ah, gut, genau. Was war das erste? 5, 9, ne? So. Die 8, das weiß ich jetzt nicht mehr genau. Dame, 5, 9. Dame war das hier. Dann die 7. Dann die 7. Dann die 4. Dann die 8. Was für ein Glück. Ihr habt gewonnen! Das hab ich. Wie viel wollt ihr setzen? Tut mir leid, ich muss das jetzt machen. Es tut mir doch leid. Es geht nicht anders. Ich bin jetzt wieder eingesogen. Es ist jetzt vielleicht nicht mehr so gut. Interessant für mich ist es aber ziemlich interessant. Ich finde es sehr spaßig. Vier Buben. Dann haben wir einen Ast direkt hier. Das war nicht. Ach Gott. An Bier, denke ich. So, dann die 10, dann die 3, die 5, dann die 5, dann die 3, dann die 4. Der König, Ass, König, 3. So. Und jetzt haben wir über 600 Gold. Ihr habt gewonnen! Gut gemacht! Wie wär's mit noch einem Spiel? Vielleicht kommt ihr ja mal wieder. Hallo, ihr da! Habt ihr Heldenpuppen? Ja. Wirklich? Super! Mein Lehrer hat eine echt seltene Puppe. Wir dürfen nicht damit spielen, weil sie so selten ist. Es gibt insgesamt 7 Puppen, sagt er. Wenn ihr alle habt, besucht bitte unseren Lehrer. Okay. Ich muss jetzt wieder zur Schule. Tschüss. Und diese Uhrzeit, ja. Sie haben den Status unbesungen erreicht. Unbesungen. Wow, wir sind jetzt unbesungen. Das ist doch... Also, das ist doch eine Sache. Wisst ihr was? Zur Feier des Tages. Nehmen wir den hier. Benutzen. So, eure Trophäen zeigen, 19 Zeugen stehen bereit. Die aktuelle Bestmarke im Vergleich dazu steht 0. Okay, ja. Wir müssen jetzt einmal so das hochheben. Da nochmal so. Ihr müsst das auch nochmal anschauen. So, jetzt weiß ich aber nicht genau, wo alle sind. Am Tag ist das besser, vor allem, weil ich dann einfach mehr sehe. Ja, Kalistor, das interessiert mich jetzt... Das interessiert mich jetzt wenig. Irgendwo muss es doch einen Kerl geben oder auch nicht. Tagsüber ist es, wie gesagt, einfach ein bisschen besser. Wir sehen dort neben diesem Wespenkopf läuft so eine Zeit ab. Das bedeutet... Also das ist die Zeit, die wir hier noch haben. Die steigt immer je nachdem, wie vielen Leuten wir diese Trophäe zeigen. Am Ende bekommen wir Bekanntheitspunkte. Diese Augen stehen dafür, wie viele Leute das jetzt schon gesehen haben. So, du darfst es auch nochmal sehen. Bitte lass mich aber vorbei. Hallo, mein Herr. Hallo, wie geht's? Hey! Den haben wir noch erwischt. Den da auch noch. So, und dann noch den hier. Beiden hier. In der Gilde wartet eine wichtige Questkarte auf euch. Nur noch 3. Ob ich die hier finde? Keinen Fall. Nee, hier nicht. Okay, irgendwo im Haus wahrscheinlich. Das wird jetzt ein bisschen schwer, die zu finden. Aber egal. Nicht mehr viel Zeit, schnell. 3 Stück noch. Hallo? Ist Mami zu Hause oder so? Nein, natürlich nicht. Und wir haben blub, nicht geschafft. Die Zeit, naja. 16 Leute haben eure Trophäe gesehen, 3 nicht. Ihr habt also 13 erhalten. Ihr habt euren höchsten Punktestand von 0 verbessert und verdient euch 130 Bekanntheit. Ja, ist auch besser als nichts. Das heißt, jetzt wollen wir aber erstmal wieder zur Heldengilde zurück. Oder wir warten bis morgen. Denn wir wollen uns vielleicht mal ein kleines Bärtchen stehen lassen oder so, ne? Ja, das heißt, wir gehen hier in das Wirtshaus. Hallo? Wir bieten uns oben. So, selbst Helden müssen sich ausruhen. Wenn ihr spürt, dass eure Augenlider schwer werden, sucht euch ein Bett und macht es euch gemütlich. Binnen eines Augenblicks wird die Nacht zum Tag und der Tag zur Nacht. So, 35 Gold kostet das. Halb so wild. Wir haben noch genau 600 Uhr. Das ist ja cool. Okay. Ich möchte ein Bier, bitte. Alles im ja, insgesamt finde ich, dass Fable echt ein rundes Spiel ist. Ich glaube, wir können ein besonderes Angebot starten. Was suchst du denn? Eisenlangschwert suchst du?
Okay, verkaufen. Wir können Waffen verkaufen. Wir haben. Ach Gott, nein, ich will Waffen verkaufen. Wir haben noch dieses Eisenlangschwert. Das können wir prima verkaufen. So. Nein. Oh Gott, ich drücke immer. Distanzwaffen und den Eibenholzbogen. So, was hast du denn eigentlich für Waffen für uns? Wir haben jetzt 860 Gold. Wunderbar. Ziemlich viele, wie man hier sieht. Diese Obsidien oder Meisteräxte, die sind noch die teuersten. 14.000, wie man hier sieht. Aber ich glaube, bis jetzt lohnt es sich irgendwie noch nicht, da irgendwas zu kaufen. Distanzwaffen hat er hier. Nee, lohnt sich nicht. Lohnt sich auch nicht. Also zum Barbier hier. Der verpasst uns alles Mögliche. Hallo. Ja, ich möchte dann kaufen. Ja, kaufen. So, normaler Haarschnitt. Attraktivität und Gruselfaktor plus 50 jeweils. Die Säge. Was haben wir denn hier so? Gruselfaktor minus 50. Glatze. Ein normaler Bart. Rauschebart. Nassrasur. Sheriffschneuzer. Wir haben uns den normalen Haarschnitt hier und den normalen Bart. 47. Der Sheriffschneuzer sieht doch so scheiße aus. Wir haben uns den normalen Bart. Das ist eigentlich das, was ich immer mache, weil es die meisten Boni bringt. Braucht man euch auf der Obstfarm. Seid gegrüßt. Hallo. Auf einmal sind wir voll attraktiv. Scheißworte. Das können wir zerstören, aber das ist böse. Das macht nicht kaputt, Junge. Hä?